Wieso bist du eigentlich so spät eingeteilt worden? Weil Plucher sich mal wieder krank gemeldet hat. Ah. Sag mal, kannst du mir mal erklären, warum wir denn mehr Schatten? Es war keine Zeit mehr, mich einzuweisen. Er heißt Rainer Hof. Sitzt diesmal wegen Totschlag. Zum ersten Mal Ausgang. Oder Freigang, wie du willst. Aber deshalb fahren wir davon nicht hinter ihm her. Kaum. Die Personalanforderung rechtfertige ich damit, dass es mir um die Aufklärung des Entführungsfalles Schäffert geht. Es ist mir natürlich klar, dass Rainer Hof mit dieser Entführung, die vor 5 Jahren stattfand, nichts zu tun hatte. Aber nach dem Selbstmord des einen Angeklagten, Herbert Weiß, hat er mit dem anderen, Horst Ballfanz, zusammen 1 Jahr lang in derselben Zelle, in U-Haft gesessen. V-Leute haben mir zugetragen, dass Horst Ballfanz, nicht zuletzt aufgrund seiner homoerotischen Neigungen, sind Sie nervös? Weil Sie immer so mit dem Fuß da zappeln, das bringt mich ein bisschen durcheinander. Dass Horst Ballfanz nicht zuletzt aufgrund seiner homoerotischen Neigungen ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Rainer Hof hatte. Punkt. Da von den 5 Millionen Mark Lösegeld seit der Entführung nicht ein einziger Geldschein mehr in Umlauf gekommen ist, ist anzunehmen, dass Horst Ballfanz das Geld vor seiner Verhaftung an einen unbekannten Ort versteckt hat. Die Hoffnung, die Annahme, dass Horst Ballfanz Rainer Hof gegenüber Äußerungen über den Aufbewahrungsort der 5 Millionen gemacht hat, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Rainer Hof könnte auch den Weg zu den anderen, noch nicht bekannten Mittätern des Entführungsfalles Schäffert weisen. Er hat angegeben, seine Schwester besuchen zu wollen, aber die wohnt entgegengesetzt. Aha. Das hat er schon mal gelogen. Du sagst es. Was den Termin des Freiganges von Rainer Hof angeht, so stand dieser schon seit dem 12. des vergangenen Monats fest. Die Personalanforderung zu seiner Observierung wurde von mir am gleichen Tag gestellt. Es kann also keine Rede davon sein, dass ich durch Abzug von Leuten die Aktion... Cäsar. Ach ja. Cäsar... Behindere, die meines Wissens erst gestern in Gang gesetzt worden ist. Die Bitte? Nee, für eine Bitte war das doch wohl zu unhöflich. Das Ansinnen, den Freigang von Rainer Hof terminlich zu verschieben, konnte von mir nur abschlägig beantwortet werden, da eine plötzliche Verschiebung des Termins ihn sicher misstrauisch gemacht hätte und unsere Bemühungen von vornherein zum Scheitern verurteilt hätte. Sieht gar nicht so schlecht aus. Was? Also, zu seiner Schwester fährt er schon mal nicht, zu seiner Mutter auch nicht. Auch nicht zu seinem Anwalt. Komm, wir gehen mal rüber. Ja. Von Diske, wir unterbrechen mal. Ich muss mich mal um die Sache selbst kümmern, ja? Begründen können wir sie dann immer noch, ne? Ich komme wieder. Ja, aber um 4 Uhr bin ich weg. Ja, das dachte ich mir. Wer bleibt doch heute schon bis 5? Er fährt einen grauen BMW. Raja 1128, verstanden. Im Augenblick alles ruhig. Keine verdächtigen Personen. Ende.
10 Minuten braucht er auf jeden Fall noch. Grüß Gott, Herr Leitner. Grüß Gott, Herr Pürskotz. Läuft was Größeres? Ja, mit viel zu wenig Leuten. Im Moment ist der Teufel los. Na, trösten Sie sich. Ich grüble gerade über eine Begründung nach, warum ich das tue, was ich tun muss und warum ich das nicht alleine tun kann. Für Sie, Herr Köster. Dankeschön. Entschuldigung. Er steigt gerade aus dem Taxi. Das fährt weg. Er steht da und sieht auf die Uhr. Frag mal bei der Taxizentrale nach, ob der Rainer Hof dem Fahrer einen Auftrag gegeben hat. Nee, Moment, bitte. Geben Sie bitte alles durch, auch wenn es Ihnen unwichtig erscheint, ja? Machen wir. Ende. Komisch, sieht nicht so aus, als ob er auf jemanden wartet. Ich kann nur hoffen, dass mich der Rainer Hof auf eine Spur bringt. Ja, ich kann nur beten, dass mein Mann nicht die Nerven verliert. Was Neues? Noch nicht, Herr Leitner. Ein Supermarktchef. Erpressung. Er fährt gerade zur Geldübergabe. 200.000 Mark. Wenn er nicht zahlt, will irgendwer den Laden in die Luft sprengen. Der Mann ist so fertig, dass ich Angst habe, es passiert ihm was. Reden Sie ruhig laut, wenn Sie Angst haben. Es tut mir leid, aber ich komme nicht davon los. Sie brauchen sich nicht zu genieren. Um 17 Uhr nehmen Sie die Tasche mit dem Geld. Sie verlassen Ihr Geschäft. Es ist immer wieder das Gleiche, wissen Sie? Immer der letzte Anruf. Ein ewiges Karussell. Und dann steigen Sie in den Wagen, dann fahren Sie nach Perlach. Dann verlassen Sie den Wagen. Mein Gott, ich glaube, ich werde schon verrückt. Sie müssen doch schon denken, dass ich nicht mehr ganz normal bin. Sie haben Angst. Das ist doch in so einer Situation völlig normal. Ja. Und dann steigen Sie in den Wagen und fahren. Und fahren. Nach Perlach. Sagen Sie es ruhig mal laut vor sich hin. Das ist jetzt das Beste für Sie. Und fahren nach Perlach. Dann steigen Sie aus. Aber was ist, wenn mich jetzt einer von denen beobachtet und sieht mich reden? Dann denkt er doch bestimmt, ich bin nicht allein im Wagen. Und was dann? Ja, was dann? Nicht dabei. Jetzt macht er die Tür wieder auf und holt den Aktenkoffer raus. Er sieht sich ängstlich um. Es ist niemand Verdächtiger da. Jetzt geht er auf das Bahnhofsgebäude. Der Haupteingang liegt in der kleinen Halle. Ich habe von hier keinen Einblick. Er wird von Schreiber übernommen. Nur warten. Aber was ist denn jetzt? Steht er immer noch rum? Immer noch. Los! Er rennt über die Straße, auf die S-Bahn-Station zu. Adam hat ihn. Das ist die S-Bahn Richtung Perlach. Perlach, was macht denn der in Perlach? Bitte nachfahren. Ende. Hätte diese Linie da doch schon viel früher nehmen können. Ja, sagen Sie mal, Herr Leitner, der Mann kommt ja jetzt in Ihr Revier.
Eigentlich darf das doch gar nicht wahr sein. Aber es ist. Unser Mann steht an einem Spielautomaten in der Bahnhofsgaststätte Perlach und neben ihm steht die Tasche mit 200.000 Mark von Ihrem Supermarktchef da. Zufall. Abwarten. Polizei, stehen bleiben!
Stehen bleiben! Die beiden Beamten, die den Rainer Hof verfolgten, haben sonst niemanden gesehen. Sie haben meinen Motor aufheulen gehört. Ein Zeuge hat allerdings aus großer Entfernung einen Wagen vom Schrottplatz wegrasen sehen. Farbe, wahrscheinlich rot, aber genaueres... Wie ist denn der Obduktionsbefund? Die Obduktion hat eindeutig geklärt, dass das Eindringen der Kugel von vorne erfolgt ist und auf keinen Fall aus einer Waffe unserer Beamten stammt, obwohl es das gleiche Kaliber ist. Herr Köster, haben Sie eine Erklärung für den Zusammenhang von dem Freigang von Rainer Hof und der Erpressersache? Nein, das habe ich absolut nicht, Herr Staatsanwalt. Aber der Zusammenhang zwischen der Erpressung und dem Mord an Rainer Hof, wenn ich den wüsste, da würde ich mich befördern lassen, mindestens. Also, Herr Köster, bitte, ja? Ich brauche wohl keinen Hehl daraus zu machen, dass ich über den Verlauf dieser Aktion, so überraschend das Ganze für Sie auch gewesen sein mag, nicht gerade erfreut bin. Es waren immerhin eine Menge Leute eingesetzt und der von Ihnen Observierte wird einfach erschossen. Und der Täter entkommt, wird nicht einmal gesehen. Was will er denn? Hab ich ihn erschossen? Herr Millinger, bitte bedenken Sie, dass unsere Leute annehmen mussten, dass Sie den Hoff getroffen haben. Sie haben ja schließlich auch auf ihn geschossen. Wie sicher sind Sie denn, dass Rainer Hof wusste, wo die 5 Millionen versteckt sein könnten? Sicher, sicher nicht. Aber es ist doch anzunehmen, dass Horst Ballfanz jemand das anvertraut hat, damit ein Freund von ihm eventuell das Geld sicherstellt. Denn dass wir ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er rauskommt, das weiß er doch ganz genau. Hatten Sie einen Auftrag der Staatsanwaltschaft, die Sache wieder aufzunehmen? Nein, nicht direkt. Ich war informiert. Ich hatte Herrn Köster die Genehmigung erteilt. Also ich hätte damals aus 2 Gründen viel mehr Zeit für die Ermittlungen gebraucht. Erstens wollte ich das Geld finden, die 5 Millionen. Und zweitens ist da noch was. Ich bin nie das Gefühl losgeworden, dass da noch mehr Leute an der Entführung beteiligt waren von Herrn Schäffert als die 2, die wir verhaftet haben. Und dann der Selbstmord von dem einen Angeklagten, Herbert Weiß. Also ich habe die Sache für mich nie ad acta gelegt. Nie. Für mich persönlich. Ich habe zur Erinnerung an die Kollegen nochmal das Videoband mitgebracht. Können wir das mal zeigen, ja? Herr Kollege Leitner, bitte, ja, gib mir einen. Ach so, ja, bitte, ja, danke schön, danke sehr. Der 7. August. Es ist Freitag, der 7. August. Seit meiner Entführung sind 5 Tage vergangen. Es geht mir gut. Bitte zeigen Sie das nicht meiner Familie. Die Entführer werden sich in 7 Tagen wieder melden. Und bis dahin bitte ich meinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Langner, 5 Millionen Mark zu besorgen. Die Entführer werden sich dann melden. In 7 Tagen, nicht in 7 Tagen, in 3 Tagen werden sie sich wieder melden. Und dann werden sie einen Vermittler für die Übergabe benennen. Und ich bitte nichts zu tun, was die Pläne der Entführer gefährden könnte. Andernfalls werden sie... werde ich erschossen. Bitte zeigen Sie das nicht.
Herr Schäffert war ein übervorsichtiger Mann. Er hatte zwei Leibwächter. Einer davon war der Fahrer. Die haben jeden Tag eine andere Tour gefahren, ja? Nun schießen die Täter auf den Wagen. Ein Leibwächter schießt zurück. Die Täter schießen wieder zurück. Aber sie schießen auf den, der nicht geschossen hat. Sehen Sie, das ist etwas, was sich für mich nicht aufgeklärt hat. Die Täter verletzen den Mann schwer, der nicht geschossen hat. Ich kann das verstehen, Herr Köster, aber Sie vergessen, Sie selbst haben die zwei Täter ja später gefasst. Ja, zwei. Und wir haben das Geständnis der beiden. Ist doch eine gute Arbeit. Darf ich noch was fragen? Zu wem gehört nun der Rainer Hof? Was ist denn das für eine Frage? Der gehört eindeutig in die Erpressersache des Kollegen Leitner, Köster. Was haben Sie denn gedacht? Herr May, wenn Sie meinen, bitte. Wer hier spricht, das tut doch gar nicht zur Sache. Das glaube ich nicht. Ich möchte nämlich was erzählen zu dem, was heute passiert ist. Ich bin gestern entlassen worden. Ich möchte Sie treffen, gleich. Es kann nämlich sein, dass ich der Nächste bin. Nein. Vielleicht, wenn wir uns sehen. Das kann sein, kann auch nicht sein. Hören Sie. In einer Stunde im Konga. In einer Stunde. Geht das? Flasche Sekt, 296 Mark. Ist das deswegen so leer hier? Leer ist es, weil es erst in 3 Stunden losgeht. Ah, dann geht's los hier. Kann es sein, dass wir uns kennen? Das müssen Sie schon entscheiden. Ich? Wieso muss ich das entscheiden? Weil ich Sie ganz bestimmt nicht kenne. Da wissen Sie immer noch nicht, woher Sie mich kennen. Komm nicht drauf. Das ist doch ein Köster, mitten in der Nacht, hätte das nicht wirklich Zeit gehabt bis morgen früh? Nein. Entschuldigung. Nein, das hätte keine Zeit gehabt bis morgen früh. Ich brauche jetzt und hier Ihre Zusage, dass ich den Führungsfall Schäffert wieder aufnehme. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Sie verabreden sich mit einem Mann und er wird Ihnen vor der Nase weggeschossen. Ja, aber sein Name ist Karl Behrendt. Behrendt? Dem Amte wohl bekannt. Jeder von uns hat schon mal mit ihm zu tun gehabt. Was ist denn jetzt da das Besondere? Das Besondere ist, dass Karl Behrendt, genau wie Rainer Hof, nach dem Selbstmord von Herbert Weiß bei Horst Ballfanz in einer Zelle gesessen hat, in U-Haft.
Ich wollte Ihnen das vorhin schon sagen, aber Sie waren ja so schnell weg. Horst Balfanz wird demnächst aus der Haft entlassen. Und das ist der Einzige, der mit Gewissheit weiß, wo die 5 Millionen sind. Na gut, dann nehmen Sie den Fall Schäfer wieder auf. Na, dann zeigen Sie mal, was Sie können, Köster. Ja, ich will es versuchen. Herr Köster, der Arzt aus dem Krankenhaus ist am Telefon. Behrend ist zu sich gekommen. Köster. Sag mal, warum rennt er eigentlich dauernd hinter mir her? Habt ihr nichts zu tun? Ich brauche alles über das gesamte Umfeld von Karl Behrend. Alles. Und dann brauche ich eine Besucherliste von Rainer Hof. Wer hat ihn besucht in der Strafanstalt? Wer sind seine Freunde? Irgendjemand muss doch das Ding draußen vorbereitet haben mit den 200.000 Mark, nicht? Ja, klar. Ja, dann macht es doch mal schön. Herr Köster, es ist mitten in der Nacht. Ja, es ist 2:05 Uhr. Und wir kommen jetzt an das meiste gar nicht ran. Ja, dann morgen früh, ja. Ja, soll ich nicht mit reinkommen? Nee, nee, geh mal ins Bett. Was machst du denn für Sachen? Guten Abend, Herr Köster. Guten Abend, Herr Schulz. Sie können aber gehen, ja? Okay. Besorgen Sie eine Wache rund um die Uhr. Ja, danke. Guten Nacht. Guten Nacht. Oder willst du lieber ins Gefängnis, Krankenhaus, Karlchen? Ich protestiere, Herr Köster. Sie können mich doch gar nicht einsperren. Im Moment habe ich doch gar nichts ausgefressen. Entschuldige. Natürlich, du hast ja recht. Du hast ja im Moment gar keinen Job. Sag mal, Karl. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Ja, wovor soll ich Angst haben? Siehst du? Genau so habe ich mir unsere Unterhaltung vorgestellt, Karl. Sag mal, wie geht's denn dir eigentlich? Es geht so. Ich habe Schmerzen. Die Kugel ist an der Rippe abgeprallt. Richtig abgeprallt. Abgeprallt? Mensch, hast du ein Schwein, ja. Siehst du, sonst wärst du jetzt im Himmel. Bei Herbert Weiß und Rainer Hof und den anderen Engeln. Karl, warum hast du eigentlich deinen Namen nicht gesagt, wie du mich angerufen hast? Weil ich mir bis zum Schluss überlegen wollte, ob ich nun was sage oder ob ich nichts sage. Ja, und wozu hast du dich entschlossen? So ein Glück habe ich nicht nochmal. Und lebensmüde bin ich nicht. Na, vielleicht doch. Sonst würdest du doch reden, Karl. Also, hör zu. Ich interessiere mich für zwei Sachen. Wo sind die 5 Millionen? Und wer war noch bei der Entführung dabei? Balfanz hat dir doch erzählt in der Zelle, Karl. Nur hör mal. Wer sind Sie? Ich bin der Arzt. Wer sind Sie denn? Köster, Kriminalpolizei. Herr Doktor, können wir mal einen Augenblick allein bleiben? Wie fühlen Sie sich? Ja, ganz gut. Ja, wenn es denn sein muss. Aber bitte nicht zu lang. Und läuten Sie, wenn es etwas geben sollte. Ja, danke, Herr Doktor. Ja, Karl, jetzt wärst du endgültig hin gewesen, wenn der das von vorhin gewesen wäre. Sie auch, Herr Köster, Sie wären auch hingewiesen. An Ihre Pistole wären Sie doch gar nicht gekommen. Wovor hast du Angst, Karl? Also gut, du gingst die Straße runter, auf die Conga-Bar zu, und da kam dieses Auto. Was für ein Auto? In dem Auto saß ein Mann. Der hat eine Waffe. Schreib mir die Waffe, Karl. Schreib mir doch den Mann. Den Mann, Karl. Den Wagen, Karl. Den Wagen. Die Zeugen haben gesagt, er wäre schwarz gewesen. Also gut. Dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass du vom Schäferhund gebissen worden bist, ha? Das wäre das Beste. Kannst du mir vielleicht den Hund beschreiben? Ich meine, irgendwas muss ich meinen Chefs doch sagen. Herr Köster, Sie können mich nicht ein Leben lang beschützen. Das kann ich nicht, das will ich auch nicht, Karl. Die Wache lasse ich abziehen, wenn ich rausgehe. Kein Mensch braucht eine Wache für einen Schäferhund.
Vielleicht war es auch gar kein Schäferhund. Vielleicht war es ein Dackel. Oder ein Chihuahua. Es war der größte Tiger, den ich je gesehen habe. Der größte. Ja, wer war es denn, Karl? Sag doch. Sagen Sie, legen Sie sich erst mal hin. Ich schaue nachher noch mal vorbei. Gute Nacht. Und dann bringe ich Ihnen noch was. Ne? Herr Doktor, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass der Herr Karl Behrendt ein Telefon aufs Zimmer bekommt, ja? Der redet nämlich nicht gern, der telefoniert lieber. Ach, ja gut, mache ich. Na. Gute Nacht. Den Auftrag, öfter mal nach hinten zu schauen. Ich werde mich über meinen Rechtsanwalt beschweren. Tun Sie das, Herr Balfanz. Aber wegen 2 Tage rentiert sich doch gar nicht. Vielleicht will ich länger bleiben. So soll ein Witz sein. Ist doch einer. Oder? Dann gute Nacht. Ja. Herr Köster, wenn ich wüsste, wo die 5 Millionen sind, wäre ich schon über alle Berge damit. Ja, das glaube ich dir, Karl. Gut. Aber wer war noch bei der Entführung dabei, Karl? Bei der Entführung Schäffert? Über alle Berge wäre ich damit. Karl, du bist ein ungeheures... 4 Mann waren es. Wer? Wer? 4, nicht 2. Na, wie geht's Ihnen jetzt? Moin. Morgen. Morgen. Dankeschön. Ja, sag mal, ihr seid ja schon richtig fleißig gewesen. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Warum schießen Horst Balfanz und Herbert Weiß bei der Entführung von Schäffert auf den Leibwächter, der nicht auf sie schießt? Da sind wir doch damals schon dran gescheitert. Ja, diesmal scheitern wir aber nicht, Gerd. Herrgott nochmal! Ich bräuchte doch nur zu wissen, vor wem Karl Behrendt Angst hat. Irgendjemand will alle umbringen, die mit Horst Balfanz in einer Zelle waren. Wer ist denn das? Wer ist der Mann? Wer ist der große Unbekannte? Also, um 15 Uhr möchte ich Horst Balfanz hier bei mir haben, ja? Was gibt's Neues von Kommissar Leitner? Bei dem Supermarktchef hat sich keiner mehr gemeldet. Was ist mit Rainer Hof? Vernehmungen, Vernehmungen, Vernehmungen. Es gibt eigentlich nichts, was wir über die beiden Leibwächter nicht wissen, nicht? Hier. Rainer Hof. In der Vollzugsanstalt hat er mit einem Exilrussen in der Werkstatt gearbeitet. Wasilee Aserbaidschan oder so ähnlich. Ja, was ist, wer ist das, Aserbaidschan? Ist das ein Freund von ihm? Und wer hat ihn besucht? Besucher im Moment. Im letzten Jahr seine Mutter hauptsächlich. Und dann eine Monika Rosenbaum. Was? Die hat ihn besucht? Ja, sag mal, ihr legt mir das alles hier hin, aber ihr habt euch offensichtlich gar nicht damit befasst. Wisst ihr denn nicht, wer Monika Rosenbaum ist?
Nein. Das ist die Sekretärin von Herrn Schäffert. Von der Entführung nie so ganz erholt. Wissen Sie, ich bin auch noch in psychiatrischer Behandlung. Ich mache da gar keinen Hehl draus, Herr Köster. So was Unschuldiges wie Pferde gibt's eigentlich unter Menschen nicht. So habe ich Sie aber nicht in Erinnerung, Herr Köster. Ja, wissen Sie, Herr Schäffert, mich hat mein Beruf psychologisch verändert. Ich habe ja immer nur mit der Schattenseite von Menschen zu tun. Sagen Sie, Sie haben immer noch Ihren Leibwächter von damals, den einen, ne? Ja, wieso nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, was fängt da eigentlich wieder an? Ich verstehe es nicht. Ich meine, das Geld habe ich längst abgeschrieben. Geht es Ihnen so sehr um diese 5 Millionen? Nein, Herr Schäffert, es geht mir nicht um die 5 Millionen. Es geht darum, dass einer mordet und mordet und mordet, um an das Geld ranzukommen. Und dann geht's mir darum, dass einer darauf wartet, dass Horst Ballfanz aus dem Gefängnis rauskommt, weil der weiß, wo die 5 Millionen sind. Und dann geht's mir darum, dass ich vermute, dass noch 2 Leute mehr bei Ihrer Entführung beteiligt waren. 2 Leute, die ich suche. Ja, ich weiß nicht, Herr Köster, wie ich Ihnen da helfen kann. Ja, ich weiß es auch noch nicht, Herr Schäffert. Sagen Sie, arbeitet die Monika Rosenbaum noch bei Ihnen? Nein, vor 3 Jahren, als ich aus der Firma ausgeschieden bin, da ist sie auch aus dem Büro ausgeschieden. Vor 3 Jahren etwa. Ja. Wissen Sie, wo sie jetzt ist? Oder haben Sie noch Kontakt mit ihr? Nein, ich habe sie völlig aus den Augen verloren. Herr Schäffert, darf ich mal analytisch sein? Wenn Sie sich an die Frau Rosenbaum erinnern, was denken Sie da? Als Sekretärin. Auch. Sie war mittelmäßig bis gut. Also, woran ich mich erinnere, dass sie damals mit Peter Schuster befreundet war und dass mir das nicht gefiel. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen hatte. Was war sie? Sie war damals mit einem meiner Leibwächter befreundet. Und das hat mich irgendwie gestört. Herr Schäffert, bitte reden Sie zu keinem Menschen über dieses Gespräch, was wir eben geführt haben, ja? Haben Sie auch noch einen zweiten Leibwächter? Nein. Er hat ja damals auch nichts genutzt. Das war alles, Herr Schäffert, darf ich mich mal erklären? Ja. Na, wie geht's Ihnen denn, Herr Schuster? Gut, Herr Köster. Von Ihnen? Danke auch, ganz gut. Wiederschauen, Herr Schuster. Wiedersehen, Herr Köster. Herr Köster. Guten Tag, Herr Kurt. Sie sitzen ja im Rollstuhl. Haben Sie das nicht gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Bitte. Zwei Jahre ist es gut gegangen. Da
Dann hatte ich leider einen Rückfall. Die eine Kugel, die nicht entfernt werden konnte. Und seitdem... Es tut mir leid. Für die Presse war das nach 2 Jahren nicht mehr interessant genug. Du eine kleine Meldung. Sonst hätten sie es sicher auch gelesen. Na, ich lese kaum noch Zeitungen. Ich komme nicht mehr dazu. Ich arbeite jetzt für so ein Ausschnittbüro. Außerdem spiele ich Basketball. In der Nationalmannschaft. Oh? Nationalmannschaft der Rollstuhlfahrer. Ach so. Herr Kurt, ich möchte noch etwas wissen. Herr Köster, hören Sie auf mit den alten Geschichten von damals. Bitte, Herr Kurt, eine Sache. Warum haben die auf Sie geschossen, wo Sie sich doch gar nicht gewehrt haben? Und nicht auf Peter Schuster? Was meinen Sie, wie oft ich mich das gefragt habe? In den letzten 5 Jahren. Hassen Sie Horst Ballfanz? Fragen Sie doch lieber gleich, ob ich ihn umbringen will. Ich hab doch gewusst, dass ich Sie kenne. Mein Vater. Guten Tag. Halten Sie doch bitte Platz. Ich hole Ihnen noch eine Tasse. Ich war ein paar Mal bei dem Prozess damals. Und einmal waren Sie da und haben eine Aussage gemacht. Warum sehen Sie mich denn so an? Herr Köster möchte wissen, ob ich Ballfanz umlegen würde. Ja, das haben Sie damals vor der Presse geäußert. Nicht er, Herr Köster. Ich habe das gesagt. Und wenn er morgen entlassen wird? Er wird morgen entlassen, Herr Köster. Woher wissen Sie das? Aus der Zeitung. Selber ausgeschnitten. Du hast gelogen, Karl. Selbst wenn du wüsstest, wo die 5 Millionen sind, du hättest viel zu viel Angst, sie zu holen und damit zu verschwenden. Dein Leben lang hättest du die Hosen voll. Und so kann ja kein Mensch leben, nicht? Was wollen Sie von mir? Bitte, Karl, hilf mir. Es braut sich eine schlimme Sache zusammen. Und du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich kann Ihnen nicht helfen. Mensch. Sie würden mich doch als Zeuge vor Gericht holen, Herr Köster. Das würden Sie doch. Das würden Sie doch. Ja oder nein? Ich habe Sie was gefragt. Also gut, ich fasse zusammen, was du mir mitgeteilt hast. Du hast mich in diese Conga-Bar bestellt. Und da bedient ein Barmixer, und das ist der Vater von Hans Kurt, dem früheren Leibwächter von Schäffert. Das ist kein Zufall, das ist die Nachricht. Hä? Ich habe nichts gesagt. Fahndung einleiten, aber sofort. So, jetzt geht's los, Karl. Der Schäffert hat unbegreiflicherweise dem Peter Schuster erzählt, wonach ich gefragt habe. Nach wem haben Sie gefragt? Nach Monika Rosenbaum. Und jetzt ist der Peter Schuster weg. Hat Urlaub genommen, ist untergetaucht, ist weg. Und morgen wird Horst Ballfanz entlassen. Willst du mir nicht doch was sagen, Karl? Auch um deinetwillen. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Dr. Buschmann. Tag. Ich dachte, ich sollte zu Herrn Köster. Sollen Sie auch. Das ist Ihre nächste Station. Setzen Sie sich. Eine
Nehmen Sie doch das Ding ab. Herr Dr. Buschmann, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass... Nix, dann nehmen Sie es doch ab. Aber ich muss... Herr Ballfranz wird sowieso morgen entlassen, also, was soll sein? Bitte, setzen Sie sich. Das ist aber eine Überraschung. Nach so vielen Jahren. Ja. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihrem Rechtsanwälten? Nein. So gut waren die nicht. Wirklich nicht. Das müssten doch Sie eigentlich am besten wissen. Sie können uns ruhig allein lassen. Warten Sie draußen in Rufnähe. Aber ich muss... Ja. Er hat ja recht. Sagen Sie... Achso, Rechtsanwälte. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie keinen Kontakt mehr haben. Deswegen wollte ich Sie an einige Auflagen erinnern. Ich habe alles behalten. Zweimal die Woche melden auf dem Revier. Fahrerlaubnis bleibt vorübergehend eingezogen. Ansonsten droht mir das nächste Mal Sicherungsverwahrung. Sie sollten das ernst nehmen. Ich nehme das ernst. Bleiben doch die Nebenklagen. Die Klage von Hans Kurt, der im Rollstuhl sitzt, das wissen Sie. Und die Rechtsanwälte von Herrn Schäffert wollen die 5 Millionen Mark wieder haben. Was lächeln Sie? Ich rechne mir gerade aus, wie oft ich wieder auf die Welt kommen muss, um das abzuarbeiten. Sie haben noch eine Chance. Ach, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Sagen Sie mir, wo das Geld ist. Immer beim Geld glaubt niemand niemandem was. Ich weiß nicht, wo das Geld ist. Außerdem habe ich dafür auch etwas länger abgesessen. Weil alle glauben, ich weiß, wo das Geld ist. Alle glauben das. Sie wissen, wo das Geld ist. Die Bilder an der Wand da hinten waren früher nicht da, oder? Fünf Tage. Vergangen. Es geht mir gut. Bitte zeigen Sie das nicht meiner Familie. Die Entführer werden sich in 7 Tagen wieder melden. Ja, also der Karl Behrendt hat unter den Mitgefangenen verschiedene Male gefragt. Ich meinen geschäftsführenden Direktor. Er wüsste, dass noch 2 bei der Entführung dabei gewesen wären. Aber Namen hat er nie genannt. Seine Besucherliste ist auch interessant. Die geschiedene Frau, am Anfang noch, und danach lange niemand. Und dann 2-mal Peter Schuster, das ist der Leibwächter von dem Schäffert. Schuster hat sich als seinen Cousin ausgegeben. Ja, und dann noch jemand. Monika Rosenblatt. Baum. Was? Ach ja, Rosenbaum. Sie hat sich als Stieftochter seines Vaters aus erster Ehe ausgegeben. Seit einem halben Jahr ist sie spurlos verschwunden. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Sie war zur Zeit der Entführung befreundet mit einem der Leibwächter. Ist. Ist. Was ist? Ich sage, sie ist nicht wahr. Außer sie ist tot, dann war sie. Ja, Heimann. Moment, Moment, das sagen Sie mal lieber selbst. Ja? Das war's. Ballfanz ist abgehauen. Ja, der wäre doch morgen sowieso entlassen worden. Ja, aber dann hätten nicht nur wir auf ihn gewartet. Jetzt kann er seine 5 Millionen in Ruhe ausbuddeln. Also los. Was, also los? Die Fahndung nach Ballfanz läuft doch schon. Ja, vielleicht finde ich ihn schneller. Ja, und wir? Sollen wir hierbleiben, oder was? Lass den Rundfunk anrufen. Die sollen durchgeben, dass Herr Ballfanz geflüchtet ist. Manchmal könnte ich ihn umbringen. Sowas sollte man nicht sagen, wenn man bei der Mordkommission ist. Und hier noch eine Durchsage der Polizei. Heute Mittag gegen 14 Uhr ist der Strafgefangene Horst Ballfanz geflohen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Sie macht darauf aufmerksam, dass sich der Flüchtige inzwischen bewaffnet haben könnte. Wir geben jetzt die Personenbeschreibung von Horst Ballfanz durch. Was will er damit bezwecken? Ich habe keine Ahnung.
Köster, bitte melden. Ja, wir setzen alles in Gang. Ich gehe selber zur Einsatzzentrale. Ende. Das ist doch ein Fuchs, deswegen der Rundfunk. Los, los, Köster, die laufen die Route durch. Wenigstens kann man sich auf die Polizei verlassen. Ich kann erwähnen, dass der Schuster das aufgehört hat. Dann wären wir ja alle vier zusammen. Horst! 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 Bist du allein? Ich bin allein. Also besser. Er ist nicht allein! Horst, schieß! Ich habe keine Waffe. Auf diesen Moment habe ich seit Jahren gewartet. Beiden kurz sind da drin. Und Balfanz? Wahrscheinlich auch. Gut. Balfanz, du hast das Geld hier versteckt. Wie besprochen. Aber du hast uns leider nie erzählt, wo. Genau. Aber dafür hast du es anderen erzählt. Ich habe Rainer davon nichts erzählt. Rainer Hof und Karl Behrendt. Hast du gedacht, du könntest mich ausschalten? Wieso dich? Uns? Nein, Peter. Nur mich.
Mein Vater und mich. Aber ihr wisst nicht, wo das Geld ist. Ihr wisst es noch immer nicht. Doch, Balfanz. Genau da, wo du stehst, da ist das Geld. Aber du kannst mich doch nicht erschießen. Doch, ich kann. Jahrelang habe ich darauf gewartet, den Mann umzulegen, der mich zum Krüppel geschossen hat. Und den, der ihn dazu angestiftet hat. Einer weniger zum Teilen, was? Ich habe ihn nicht dazu angestiftet. Doch, das hat er, das hat er. Ich hätte doch sonst nie auf dich geschossen. Wenn du so sicher bist, warum hast du mich nicht früher umgelegt? Weil du beweglicher bist als ich. Ich brauchte jemand, um an Rainer Hof ranzukommen. Du Schwein, du hast Rainer erschossen. Du hast ihm eine Falle gestellt. Ich kann ihn ja leider nicht 24 Stunden um die Uhr beschatten. Aber jetzt, jetzt brauche ich keinen mehr. Keinen von euch beiden. Hier spricht die Polizei. Das Gelände ist umstellt. Widerstand ist zwecklos. Ergeben Sie sich. Ergeben Sie sich. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Jeder Widerstand ist zwecklos. Ergeben Sie sich.